Hi ho, willkommen zu meinem nächsten Video. Heute geht es wieder um Essen. Ja, ich habe als Kind ja immer sehr gerne Cornflakes gegessen, also die meistens die mit so Honig überzogen und so. Ultra die Zuckerbomben, wenn ich heutzutage drüber nachdenke. Und dann habe ich Honey Puffs, damals Honey Loops gefunden, Honey Loops. Das waren dann solche kleine Honigringe und die waren dann gar nicht so hart und die waren super hier, die habe ich geliebt. Und dann gab es die wieder nicht mehr. Gibt es die heutzutage wieder? Gibt es nicht mehr. Habe ich richtig getan. Ich habe sogar richtig geraten, was aus denen passiert ist. Oh doch, die gibt's. Die gibt's wieder. Die heißen nur anders. Oh, das freut mich. Ich weiß, was ich mache. Oh, gibt es die noch? Na, jetzt aber. Jetzt bin ich. Ich bin gerade sehr verwirrt. Nein, es gibt sie nicht mehr. Es gab sie nur und ich habe gerade die alte Packung wiedergefunden. Ja, aber die wurden dann ersetzt durch Honey Puffs. Die Hitze bei uns macht sogar den selbst die Korn. Ich sollte auch noch eine Schüssel Cornflakes. Also wer auch immer dieses Video sieht und das im Nach und das hintereinander anguckt. Ich bin wirklich heute verfressen, also. Und ich fange mit den Honey Puffs an. Ja, auf jeden Fall finde ich jetzt die Honey Puffs nicht mehr so toll wie die Honey Loops, weil die Puffs sind irgendwie so ein bisschen härter. Und es ist nicht viel, aber dieses kleine bisschen macht schon für mich einen Unterschied. Und ich hätte gerne die Honey Loops wieder zurück. Nee, das war halt wirklich noch so, das war einfach so diese kleine Honigringe. Ist zwar geschmeckt zwar genau gleich, aber weiß nicht, die Form ist anders. Aber wo ich begeistert bin, dass es das jetzt gibt, sind Oreos. Die schmecken fast nach gar nichts, finde ich zumindest. Also ich finde, die schmecken nicht so wie nicht nach Oreo-Keksen, aber ich habe eine Schwäche für Oreos und darum habe ich die probieren wollen. Aber die sind mega super, wenn du die nimmst, also davon sagen wir mal so ein Drittel. Und dann dazu noch ein Drittel, nee, zwei Drittel von den Honey Puffs, dann hast du unglaublich leckeres Essen. Was ich nachher gleich essen werde. Ja. Ja, und die hab ich so als Kind gern gegessen. Aber mein Papa zum Beispiel, der hat ja immer bloß die plattgedrückten Maisdinger gegessen. Wobei mein Papa Mais hasst, witzigerweise. Und ich weiß gar nicht, ja, aber das müsste Mais sein. Also diese normalen, diese Cerealien halt. Und dann hat mein Papa immer gesagt, ich esse die nur, weil die sind wenig mit weniger Zucker. Und dann hat er wie folgt gegessen. Unten eine fette Schicht Ovomaltine, also wirklich so dick. Dann so eine Schicht Cornflakes, dann wieder eine Schicht Ovomaltine, Cornflakes, Ovomaltine und dann Milch draufschütten. Also das war dann nicht mehr fettarm. Das kann man glauben, das war nicht mehr fettarm und es war ihm immer wichtig, dass die Milch warm ist. Also er isst Cornflakes grundsätzlich nicht mit kalter Milch, es muss mit warmer Milch sein. Schon schräg. Und dann aber hat er so schnell reingeschlungen, weil er es nicht mochte, dass die Cornflakes, also latschig durften die Cornflakes nicht werden. Also sie durften nicht latschig werden. Wenn die ein bisschen bloß nicht mehr knusprig waren, dann fand er das überhaupt nicht mehr lecker. Er hat es zwar gegessen, aber er hat es dann nicht mehr so genossen. Kleiner Tipp von mir am Rande: Wenn ihr kalte Milch nehmt, bleiben die Cornflakes länger knusprig. Nur so ein kleiner Tipp. Ja, auf jeden Fall, das war irgendwie immer total witzig und ich habe es immer so gehasst, wenn er das gemacht hat, ich mag Milch, und ich brauche viel Milch im Haushalt. Und wenn ich mir dann bei unserem damals Mini-Kühlschrank, der war ja, der ist kleiner als als dieses Schränkchen da, das weiße, der ist viel kleiner als das, tatsächlich, das ist echt im Vergleich viel kleiner. Oh Gott, das war echt erschreckend.
Also unser Kühlschrank ist von der Höhe wirklich mini gewesen und da konntest du, wenn es gut gelaufen ist, 2 Liter Milch drin lagern. Und wenn mein Vater dann seine Cornflakes-Mischung gemacht hat, ist allein schon fast 1 Liter weg gewesen. Und das hat mich dann immer so genervt, wenn ich dann immer im Laden stand, mir extra Milch gekauft habe, damit ich Milch im Haus habe für die Zeiten, wenn ich sie brauche. Und mein Vater dann die ganze Milch weggemampft hat. Oh. Also Milch ist bei uns zu Hause ein sehr kritisches Thema, das muss ich schon zugeben, auch jetzt noch. Naja, das war alles, was ich dazu sagen kann. Jetzt ist es ja so, dass ich einen viel größeren Kühlschrank habe und jetzt kann ich 5 Liter Milch lagern. Ja, das ist schon. Jetzt kann ich. Jetzt ist es, das Problem ist jetzt eher, dass wir zu viel Milch im Haushalt haben. Ja, das ist wirklich übertrieben viel. Ja, vor allem, wenn man bedenkt, dass wir inzwischen nur noch ein Zwei-Personen-Haushalt sind. Gut, das war eigentlich alles so. Wir sehen uns beim nächsten Video wieder. Bis dahin, tschüss.